Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 2. Ja, wir hatten es eben noch mit den Serovinas zu tun, danach mit den Klickern in der U-Bahn-Station und wir sind immer noch nicht hier raus. Und ja, und anscheinend gibt es jetzt neue Viecher, neue Infizierte, die sogar Säure schmeißen können, wie es aussieht. Und da liegt eine Waffe, die voll ist. Gut, also die Munition ist voll. Aber was guckt die sich da an? Gut, die hat gegen die Wand gestarrt. Aber ich ahne, ehrlich gesagt, was Böses hier unten. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Ich höre was? Das scheint kein Warner zu sein. Ih, was liegt denn da? Toter Klicker. Die mag ich am liebsten. Alter. Ist wirklich ein toter Klicker? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Ja, mit dem Seil, Es muss aber. einen Weg darüber geben. Ja, mit dem Seil, aber. Ich stelle es uns mal. Natürlich eine Werkbank. Ja, alles mit, was wir kriegen können. Ich glaube, die Werkbank ist jetzt gerade nicht mal so schlecht. So. Die haben wir ja genug. Ich will ein bisschen hier die Pumpe ein bisschen mehr machen. Was kann ich denn hier fertigen? Die Feuerrate, ja. Oh, ich wollte eigentlich da nicht da weg. Ich wollte mal was gucken. Oh, obwohl ich kann eigentlich eh nichts mehr machen. Gut. So, mal sehen, was wir hier noch machen können. Na gut. Hä, bin du? Ich hab doch eine mitgeholt. Okay. Da habe ich sie schon verbraucht. Naja. Oh, das wollte ich nicht. Schon die Waffe nehme ich nicht. Sie hat wenigstens Schalldämpfer. Na gut, das tauschen wir. Weil die andere ist ja eh schon gedamaged. Sollte gehen. Okay. Oh, ich wollte eigentlich schwingen. Gut, hat ja gepasst. Oh je, ich ahne es. Wenn wir so viel Zeug bekommen, ist das nichts Gutes. Gut, ist nachgeladen. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Gut, ich wollte nur mal gucken, ob man vielleicht wieder hochspringen könnte. Wie bei Assassin's Creed. Aber funktioniert leider auch nicht. Aber wie? Hä? Ist hier irgendwo ein Weg? Oh.
Natürlich gibt's hier einen Weg. Oh nein, 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 bitte nicht. Oh Gott. Seid doch wahnsinnig, Alter. Shit. Ich hab dich! Ach du Scheiße, also das ist kein Bloater, das ist irgendwas Neues. Ach du heilige Scheiße. Die werden ja auch immer krasser, die Viecher. Also beim ersten Teil waren es ja die Bloater gewesen. Die konnten ja auch mit so säurehaltigen Pilzsporen rumschmeißen, aber die da sind ja noch tausendmal schlimmer. Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht. Ich glaube, Nahkampf bringt bei denen nicht. Boah, das ist ja hässlich. Alter, leck mich am Arsch. Oder warte mal, ich hab eine Idee. Das könnte funktionieren. Schau mal die Schrotflinte raus. Dina, bleib da weg. Scheiße, Alter. Boah, Alter, sieht der aus. Oh, Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Ich guck mal, was die da geschrieben hatte. Aber die sind wirklich ekelhaft. Scheinbar, wo kommen jetzt bloß neue Infizierte her? Na gut, die haben sich auch irgendwie weiterentwickelt anscheinend. Oh. Aber das mit den Sprengfallen war eigentlich noch clever, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem fast nichts genützt gegen diese scheiß Viecher. Hätte ein bisschen zwei legen sollen. Naja. Na gut, die hat keine Munition mehr. Na gut. Man kriegt jedes Mal. Von den Sniper kriegt man jedes Mal. Kriegt man jedes Mal Munition, aber die Sniper benutze ich nur in der Ferne.
Okay. Gut, ich glaube, ich laufe jetzt die ganze Zeit im Kreis. Oh. Ja, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Naja, nicht schlimm. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. Alter Schilder. Okay, das ist immer gut, wenn man sowas kriegt. Aber die Frage ist so, wo geht's denn hier raus? Also da auf jeden Fall nicht. Geht's hier irgendwo raus? Hm. Ah. Mal sehen, wohin uns das führt. Gute Idee. Dir Zeit. Fast geschafft. Okay. Alter. Die langen Gänge hier. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Gut. Schambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Naja, eigentlich war es ja nicht die Natur, die das gemacht hat. Hä? Ja, ein kleiner Bug an der Tür gewesen. Ich glaube, hier sollte irgendwas kommen, oder? Merkwürdig. Ich glaube, die Tür ist ein bisschen verbuggt. Das ist, glaube ich, der erste Bug, wo ich schon in diesem Spiel sehe. Oh. Natürlich. Okay, das ist gruselig. Gerade die Tür von alleine zugegangen? Alter, wie ekelhaft. Vor allem jetzt ist es so unangenehm ruhig wieder. Scheiße. Na gut, die war verschlossen. Hey Devay, hast du schon wieder den Code vergessen? Und mir ein Limo und der Code gehört dir wie? Überlebenswunder in mutmaßlich verlassenem Fort. Lower Queen Anne. Das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als es auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz allein geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten.
Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen, zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, Überleben einer Frau zu verdanken, die Seite ist zerrissen. Als ein gewöhnlicher Prepper, glücklicherweise lagert sie in ihrem Bunker. Für ihre gesamte Nachbarschaft, als sie fragten, was, antwort, dass sie eine Vision der Katastrophe bezeichnet, den Ausbruch als göttliche Strahl. Andere Überlebende stimmten zu, als es die Dunkelheit sie führte uns in weiser Voraussicht gesamt. Sie wusste, dass wir uns tun mussten, war einfach als Soldat versucht, wollten dort bleiben, nur gebeten. Das reicht ihnen. Noch nie da geh. Gefahr für die Qua weigert, wobei ein sie wird im G. Gut, ich glaube, das hat mit diesen. Wie hießen die nochmal? Das ist mir der Name entfallen. Shit, ich brauche die Kombination. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Oh, ein weiteres Dokument. Was ist das? Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja. Warum die Wolves sie wohl Scars nennen? Nach Genau. dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Scars haben die genannt. Krass, dass die Frau so lange überlebt hat. Aber die ist psychisch krank. Mit denen bekommen wir das bestimmt auch noch zu tun. Das ist keine gute Idee. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Kommt irgendwo durch. Ja, die Frage ist nur wie. Hä? Ist hier jetzt kein Durchgang? Oder warte mal. Ellie, hier ist dein Weg. Wo hast du denn da einen Weg gesehen? Oh. Oh nein. Scheiße, Alter. Alter. Huch. Okay, das waren alle. Okay. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, ob man die auch unbemerkt irgendwie umbringen kann. Deswegen habe ich jetzt gerade einen Molotow-Cocktail auf den geschmissen. Aber wenn ich jetzt wieder angelockt habe. Zum Glück war nicht der ganze Raum voll. Ach so, der ist voll.
voll. Natürlich kein Klebeband. Voll, dann lass ich erstmal dran. Ich bin ehrlich, hier verläuft man sich sehr schnell irgendwie. Oh Gott. Station Access, okay. Auch nicht ewig halten. Ach du Scheiße. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Gut, ich sehe da Licht. Das ist ein gutes Zeichen. Aber krass. Ich finde das geil, dass sie neue Gegner gemacht haben. Achso, da komme ich gar nicht durch. Ich dachte, ich könnte da noch rein. Mal halt gucken, ob da noch was ist. Okay, ich dachte, man müsste jetzt da hoch. Aber anscheinend nicht. Alter. Okay, da geht's raus. Aber erstmal gucke ich mich hier noch um. Offenbar ist hier nichts. Gut. Dann gehen wir weiter raus. Oh Gott. Nein. Ich frag mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich hab da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Dina? Ja, ich komme. Was habe ich hier nur angetan? Alter Schädel. Hey, das Licht kommt näher. Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. Komm. Willst du mich verarschen, Dina? Warum hast du mich da nicht einfach hochgezogen? Hätte nicht so viel Krach gemacht? Also das war jetzt total behämmert. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Das wird auch ein bisschen knapp. Ist ein bisschen sparsamer damit umgehen. Okay. Oh, Heilige! Alter, was? Oh nein. Lass dich in Frieden. Aua! Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine teilen. Nein, nein, nein! Sie sind nicht auf! Ellie, hör auf! Ellie, stopp! Was? Nein! Ellie, nein! Stopp! Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Ja,
Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann nicht sie weg. Los! Nein! Lauf, Dina! Ellie, ich bin hier! Weg. Ach du heilige Scheiße. Geht das schon wieder los? Verlass die Spur. Oh nein. Alter. So, da drüben. Cassandra, okay. Hast geschafft. Oh. Das ist eine tolle Idee, direkt gegenüber da reinzugehen und sich da auszuruhen. Geht's? Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen, vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joe sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich bin schwanger. Was? 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 Hä? Keine Sorge, es ist nicht deins. Ich wollte schon gerade sagen. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's?
bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Oh Gott, ey. Weißt du, wir gehen hier ins Hotel rein, ins Theater rein. Und gegenüber sind jede Menge Infizierte. Und das ist schon krass genug. Stellt sich heraus, dass Dina auch noch schwanger ist von Jesse. Oh Mann. Das ist richtig krass heftig. Oh, Nick. Alter. Ist das krass. Naja. Ich würde sagen, ich werde hier mal erst einen Cut setzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und mal sehen, was uns jetzt im Theater erwarten wird, außer die Schwangerschaft von Dina. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.